Hallo Bettina. Hallo. Wie hast du dich gefühlt, als man auf dich zugekommen ist und gesagt hat, Bettina, sprich mal eine Ziege? Ich muss dazu sagen, es ist eine charmant witzige Ziege. Ja. Freut man sich da oder ist man da eher beleidigt? Ja, ich habe die Anfrage bekommen und wurde gefragt, ob ich Lust hätte, in einem Animationsfilm eben eine Figur zu sprechen und ob ich zu Probeaufnahmen kommen könnte, weil man muss ja mal gucken, ob die Farbe, also der Stimme, wirklich dann auch auf die Figur passt, ob das alles, also gerade auch bei Elvira, die ist ja eine Ziege, die sehr facettenreich ist, sagen wir es mal so, vom Charakter her und von der Stimme. Und da muss man auch gucken, ob das wirklich alles passt. Und da wusste ich noch gar nicht, dass es um eine Ziege geht. Okay. Und dann bin ich da hingefahren und da habe ich dann, ich wusste nur, Elvira heißt die Figur. Ich so, Elvira, okay, Elvira, dachte ich, also ein besonderer Name für vielleicht ein kleines Mädchen oder eine Frau oder so. Und dann bin ich dahin ins Studio und dann wusste ich, dass es sich um die Beruhigungsziege, so wurde es mir genannt, nicht die Ziege, das war sogar noch eine Beruhigungsziege. Und da dachte ich immer, okay, wie ist denn jetzt eine Beruhigungsziege? Sprich die ganz langsam. Kann auch witzig sein. Also für den hätte ich auch gut gefunden. Aber ich glaube, abends wäre ich doch irgendwie, hätte ich meine Energie, wäre ich nicht losgeworden und hätte die dann zu Hause irgendwie loswerden müssen. Und war ich sehr, also das haben Elvira und ich gemeinsam, die Energie. Und als ich dann Elvira kennengelernt habe, also das war ja wirklich gleich mit Bild und wie sie so ist und so, fand ich die klasse. Also ich bin nach wie vor großer Fan und von ihrem Charakter, der so ehrlich, so wahrhaftig ist, der einfach auf einer Seite sehr liebevoll, warmherzig, gutmütig und sensibel, unglaublich ehrlich und auf der anderen Seite aber auch so wahnsinnig naiv und so ein bisschen Pippi Langstrumpf-mäßig, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und also so wie so zwei Charaktere, die so ein bisschen in einer Seele baumeln. Und da schätze ich auch die Frage. Vor allem, wie viel steckt dann vielleicht Elvira in dir drin? Weil was du so aufziehst, also klingt ja positiv. Glaube ich, das kann man so sagen, es hört sich immer so komisch an, wenn man von sich selber was sagt, aber die ist liebenswert oder dass man erstmal, also ich bin ein positiv gestimmter Mensch, der sehr lebensbejahend ist und der auf der anderen Seite wie Elvira aber auch eben wahnsinnig viel Energie hat und die auch am Tag loswerden muss. Und ich glaube, meine Familie war ganz froh, dass ich mich tagsüber so im Job austoben konnte. Dann war ich abends wenigstens ruhig. Okay. Kriegen die Energie immer ab, also im Positiven. Und ich bin da, da gibt es, auch wenn man es nicht glaubt, da gibt es viele Parallelen. Okay. Nur, dass ich keine vergorenen oder verdorbenen Sardinen esse, obwohl sie spuckt sie ja auch wieder aus. Also mit dem Eimer. Naja, mit dem Eimer, ne? Das ist auch so. Ich hoffe nicht, dass ich so viel im Schlaf rede. Es könnte peinlich werden, glaube ich. Okay. Aber schnarchen hoffe ich auch nicht. Kaum ist man geboren, scheinen alle zu denken, sie wüssten genau über einen Bescheid. Wegen des Aussehens, der Sprache, der Herkunft. Aber so einfach ist das nicht. Vor allem nicht bei mir. Ich bin schon ein bisschen vielschichtiger. Ich bin Ferdinand. Man sieht mich und denkt, groß, furchteinflößend. Man denkt, wenigstens ist er nicht im Porzellanladen. Oh nein. Vorsichtig, vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Oh nein. Entschuldigung. I was younger then. Take me back to when. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Kampfstier. Du musst kein Kampfstier sein. Du musst nur aussehen wie ein Kampfstier. Siehst du das Fass da hinten? Mach Kleinholz daraus. Mit dem Kopf? Womit willst du es sonst machen? Fertig.
kleiner Kerl, komm zurück! Das war knapp, entschuldige! Au!